Müssen wir gucken, ob er in Move Anything das irgendwie verziehen kann, wo man den Key reinpackt. Dass das irgendwo hier oben ist oder so. Mal gucken. Ich leg die Weihe immer scheiße ab. Komplett sinnlos. So, plus 12 blutige Tiefen. Wie gesagt, blutige Tiefen haben wir schon auf 12, 37 Minuten. Das ist hier eine echt gute Gruppe, deswegen sehe ich da keine Probleme. Außer in mir selber sehe ich ein paar Probleme. Genau, Mucke wollte ich ausmachen. Ich stand mittendrin. Glück macht die Schockwelle beim allerersten Mal nicht so viel Damage. Schockwelle. Also Schockwelle nicht, der Buff heißt irgendwie anders von dem Ad, aber ich vergesse es immer wieder, sorry. Dafür spiele ich einfach viel zu wenig. Anstellung, kann man das jetzt, kann man es dann, perfekt. Wo ist er hin? Achso, da. Okay, lass mal aus. Also auf jeden Fall gleich denken, wieder Geist zu drücken und nicht was anderes. Oh, okay, gepult. Gepult, gepult. Was war 1.92, hä? Geh mir los. Ach, die sind immun? Was ist das denn für eine Scheiße? Erst Pride kommt jetzt. Okay, in die nächste Ad-Gruppe. Mittendrin in der nächsten Ad-Gruppe. Das ist noch eine große. Jo, was ist mit ihm denn? Okay, das knallt jetzt rein. Da muss jetzt richtig Damage kommen. Oh, kurz mit Gottesschlag Damage. Jetzt kommt Pride. Was ihr auch tut, ihr zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Switch auch direkt mal. Boah, das war arschknapp. Er hat zu viele Stacks. Er muss Death ziehen. Krieg ihn nicht nach oben. Krieg ihn nicht hoch. Viel zu viele Stacks. Okay, jetzt muss es kurz richtig gut procken. Ich habe keine CDs mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fuck, 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 fuck. Arschknapp das Ding, arschknapp. Nicht pullen, nicht pullen, nicht pullen, nicht pullen. Ich weiß, es ist scheiße. Nimm an, nimm an, ja. Jetzt pull, 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 pull. Pull. Was ist mit ihnen denn los? Oh, sorry. Verteidige. Es ist halt blöd, weil wir den Buff nicht komplett mitnehmen. Unterbrecher 1. Aber das war ein bisschen too much Damage. Sammeln.
Verteidige. Ich kaste mal ganz kurz Lichtblitz durch. Gleich spielt gleich. Verteidige. Unterbrecher 3. Alter. Was war das denn noch einmal für ein Hitte? Verteidige. Naja, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Gleich Spezial. Geh weg, 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 weg. Oh, hört auf mit den Kugeln jetzt, ganz kurz. Keine Kugeln, keine Kugeln. Jetzt einsammeln. Verteidige. Ich sammle ein. Unterbrecher 4. Das knallt aber auf einmal ein bisschen rein, ne? Das ist mir neu. Unser Ziel liegt tief im Gefängnis. Lasst euch von niemandem aufhalten. Ja, hat gerade gepullt, aber die sind nicht schlimm hier. Ach, er geht direkt dahinter. Okay. Ich bleib jetzt mal am Arsch vom Tank kleben. Ich will hier ein bisschen reinballern. Ist das schlimm? Das Tempo können wir ruhig mithalten. Würde kein Problem sein. Wenn ich failen, läuft alles. Das ist halt manchmal echt das Problem, wenn du als Holy Paladin manchmal keine Procs hast in der Phase, wo richtig krass Damage reinkommt und du hast deine ganzen CDs verballert und dann proc't Holy Shock und Wort der Herrlichkeit nicht. Das ist echt Probleme. Lauf. Ah ja. Die Buffs hier nicht. Hasse ich wie die Pest. Weißt du mal nie, wie denn zuerst irgendwie die Cursen soll jetzt. Lauf. Okay, castet er nicht mehr, sehr gut. So, danach kommt die nächste Manifestation. Gruppe hier ist eigentlich immer relativ schnell weg. Aber Stolz kommt jetzt. Unterbrechen. Ja, nicht dauert noch ein bisschen länger. Jetzt haltet euch für besonders talentiert. So, kriegen wir noch weg. Euch werde ich noch Demut beibringen. Ich mag die Räume nicht, wo die Decken nicht so hoch sind. Und so voll nah rangezoomt spielen, hast du für die Pest, ne? Siehst du gar nichts, ey. Und ich habe meine UI schon mega aufgeräumt. Aber trotzdem. Ja. Brauchen wir echt mega Damage. Deswegen ziehe ich jetzt mal auch kurz. Mal kurz meinen Pre-Pot rein. Dem Tank kurz mal singen. Nein! Ich habe dem Tank. Ah, Segen des Schutzes aus Versehen gedrückt. Scheiße, 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 scheiße. Pupsi, Pupsi. Okay, gut, haben alle gut überlebt. Alles gut, alles gut. Haben alle überlebt. Alle überlebt. Easy. Oh Gott, das wäre es jetzt gewesen. Ach nee, habe ich ihm gar nicht? Hä? Tatsache. Ups, habe ich mich verguckt. Dann ist ja alles gut. Hatte nämlich mal eine Zeit lang, wo ich Segen der Aufopferung und Segen des Schutzes nebeneinander hatte. Auch in der Tastenbelegung. Da habe ich dann außersehen manchmal dem Tank immer Segen des Schutzes gedrückt. Ist dann natürlich schlecht, wenn man dann als Tank komplett die Aggro verliert.
und dann auch keine neue Agro generieren kann, solange man den Segen drauf hat. Ja. Deswegen habe ich immer eigentlich Hand der Abrechnung auf Mouseover. Damit, falls ich außersehen mit Tanksegen des Schutzes drücke, ich zumindest das größere Ed oder den Boss kurz abspotten kann mit Bubble und Kiten. Also Bubble dann nur im Notfall natürlich, ne, weil sonst ist die Agro auch weg. Weil sonst habe ich Hand der Abrechnung nie benutzt, aber im Notfall ist es ganz gut. Dann kannst du nämlich Hand der Abrechnung, bam, das Ed kommt oder der Boss kommt auf dich zu und dann schnell nach hinten weg. Dann hast du noch ein bisschen Zeit. Virtual Skip? Okay, es gibt mir. Ah, oh, 3 Minuten. 3 Minuten CD. Ich habe jetzt eben Pre-Pod geschmissen, deswegen habe ich CD auf Trank des Geistes. Ich wäre dann eher dafür, die andere Gruppe unten zu skippen, nach dem dritten Boss. Die drei Kollegen von der Tankstelle da machen richtig Damage. Aber ich hoffe, wir gehen mit der Gruppe danach noch plus 13 Theater. Das wäre echt nice. Okay, er pullt beide Gruppen auf Abfahrung. Bam, bam, bam. Kurz mal Lichtschimmer. Okay, ist bei vielen drauf. Dann warte ich noch mit Gottesschlag. Wie gesagt, Gottesschlag benutze ich meistens nicht für, um die Gruppe hochzuheilen, sondern wirklich für, jetzt muss ich es aber benutzen, für Lichtschimmer, damit das überall drauf ist. Das ist natürlich blöd, wenn die jetzt da genau drinnen stehen. Ich kann kein Damage machen. Deswegen habe ich jetzt kurz zornige Vergeltung gezündet, damit ich die Procs habe eher. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, bei Richtoteil oder Hammer des Zorns da eben schnell Proc zu bekommen. Musst du quasi nicht an die Ads ran. Dann reicht das auch aus Entfernung. Das ist dann echt von Vorteil. Ich glaube, er zieht die andere Gruppe gleich noch mit. Ja, okay. You were for this or next, okay. Ich werde nächste machen. Ist einfach zu viel Movement bei dem Boss. Hero bei dem zweiten Boss ist Schwachsinn. Also Zeitkrümmung oder Heldentum. Das ist Schwachsinn, weil du einfach zu viel Movement hast. Auch wenn du es direkt am Anfang zündest. Aber da kommt ja dann die kleine Manifestation, die extrem Damage macht. Da musst du umschwenken. Das ist totale Verschwendung. Beim dritten Boss ist echt, der ist nerviger. Vor allen Dingen von der Heilung her. Ich finde wirklich den dritten Boss nerviger als den zweiten. Das ist bei vielen, vielen kotzt echt der zweite Boss an. Okay, der kommt nicht mehr. So, habe ich noch alles? Fläche läuft gleich aus. So, ich ziehe trotzdem CD. Was damit? Manifestation. Da bricht die kurz mal. Boah, die kommen hier genau zeitgleich. Ey. Ui, das tut weh. Raus damit.
Infestation ist da, die muss immer sofort weg. Sofort weg. Okay. Es wird eng. Hätte ich jetzt Gottesschlag nicht gezündet, wäre der Mage gestorben. 100%. 100%. Aber sowas von. Meisterschaft, Hingabe. Bubble rein. Und ich drücke jetzt dem nächsten, der es kriegt. Ja. Segen des Schutzes. Zum Glück hatte ich Bubble drin. Ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Raus damit, raus damit, raus damit, raus damit. Der Boss ist wirklich sehr, sehr movementlastig. Da darf halt der Tank nicht verkacken, weil sich alle bei dem Boss immer an dem Tank orientieren. Das ist halt dann immer wirklich schon ein Vorteil. Süß. Süß, süß, süß. Ich sollte, glaube ich, doch immer morgens Kies laufen. Das ist auch der erste Morgen, wo ich extrem gute Laune habe. Hatte ich auch noch nicht. Das hatte ich auch noch nicht. Oh! Unterbrechen. Wie gesagt, und der Boss ist halt wirklich immer, also wenn du einen Heiler ein bisschen schonen willst, musst du wirklich gut gucken, wer wie wo die Kugeln einsammelt, weil es wäre echt gut, wenn jeder 4 Kugeln hat. 3 kann schon wehtun. Unterbrechen. Alles was unter 3 ist, also 1 oder 2 Kugeln, bist du. Außer du bist zusammen im Teamspeak, dann kannst du eben sagen, hier, ich habe nur 2 bekommen, ich habe nur 2, ich habe nur 2. Dann kann der Heiler eben mal kurz irgendwie so ein Damage Reduce reinhauen oder so. Oder du machst es halt eben selber als CD. Ne? So, kein Pre-Pod, weil wir brauchen gleich den CD. Ja, komplett für den Arsch. Ich habe nicht eine Kugel, Leute. Ich habe nicht eine Kugel. Okay, am Anfang geht's halt noch, aber trotzdem. Verteidige. Ich muss gleich direkt Göttliches rausnehmen. Ich geh mal hier hin, hier ist keiner. Dass man sich wirklich in der Kugelphase von den anderen weit weg orientiert. So, jetzt hier. Natürlich blöd, wenn man dann genau da steht und man hat keine. Alter, finde ich. Abstand. Okay, das bringt jetzt gar nichts, dass ich jetzt Auenmeisterschaft reingeknallt habe. Oh. Verteidige. Jetzt den Magier hochziehen. Die Auenmeisterschaft war jetzt komplett verschwendet. Komplett, viel zu früh. Viel zu spät. Komplett verschwendet, ey. Mir geht die Geduld aus. Das Licht scheint selbst hier. So, 3 reichen. Abstand 5. Oh. Verteidige. Easy, easy, easy. Schnell, Sterblicher, flieg mit Sali. Okay, das mit den Kugeln muss ich nochmal gegenchecken. Weil ich hatte ganz am Anfang nur eine. Und es hat jetzt mir nur 80% HP abgezogen. Also durchaus ausreichend. Ich glaube, wir können gleich hier die Ad-Gruppe überspringen. Hier die 3 da hinten, meine ich eben. Die 3 von der Tanke.
Oh, Priest. Ich hab lieber. Kann ich gerade nicht die Cursen. Erst den Tank die Cursen. Debuffs sind halt echt böse. Das ist halt das Problem. Was sie auch tut, ihr zögert das mal kurz. Wichtig ist immer, wenn die Manifestation da ist, wirklich die ganze Gruppe einmal hochziehen. Dann ist das eigentlich relativ entspannt. Weil hier das, was von der Manifestation auf die Gruppe tickt, ist dann nicht so krass, wenn die Gruppe wirklich auf 100% ist. Ist die Gruppe low, ist schwer, die hochzukriegen. Ohne CDs. Und es ist auch so entspannt, da könnt ihr nämlich mit Damage machen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Lass sie auslassen. Pullt er die? Okay, er pullt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, wir lassen die aus. Oh, ich hasse diese Gruppe. Deswegen Angst, Bumble, jetzt. Schockwelle. Lauf. Oh, fast da reingelaufen. Ne? Okay, das war jetzt entspannt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Upsi, du bist hier ein bisschen CDs verschwendet für nix. Okay, wir haben nichts geskippt hier. Was? So, hier die Ad-Gruppen sind auch mal nervig. Das ist immer ein Kuddelmuddel. Ich sterbe ich mal zu 90% mindestens 2-3 Mal. Also beim letzten Mal zumindest. Geh in Deckung. Achso. Darf ich weggehen? Verfluchte Sterbliche! Da halt dieser Buff vom Boss, der tickt halt wirklich krass runter. Deswegen hier in dieser Phase muss die Gruppe wirklich immer High HP sein, sonst gibt es gar nichts. Der Gefangene gehört dem Meister. Ihr bekommt ihn nicht. Oh, 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 der war der Krieger weg. Da war der Krieger weg. Oh, ich brauch Segen der Auferbauung unbedingt. Der hat zu viel Sex. Okay, ist drauf. Ich knall jetzt auch gleich bei der nächsten Kuppel einmal Auenmeisterschaft rein, dass der Damage nicht so hoch ist auf die Gruppe. Weil sonst, ja, sonst knallt mir der Tank um, weil ich krieg ihn jetzt nicht mehr hoch. Genau, mal Segen des Schutzes. Ich krieg dich nicht mehr hoch, mein Lieber. Ja. Das ist zu viele Stacks. Zu viele Stacks. Nach hinten laufen, nach hinten laufen, nach hinten laufen, nach hinten laufen. Weiter, 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 weiter. Priest. Geh in Deckung. Oh! Schade, er hatte die Dingsbums nicht, die Kuppel. Das ist natürlich blöd. Das ist blöd. Wenn die Kuppel dann nicht steht, wenn der Boss das castet, ist problematisch dann. Diese Hallen werden euer Grab! Ich komm. Chill. Ich will entspannt weitermachen. Ganz entspannt.
Jo! Was war denn jetzt bitte los? Nicht sterben, nicht sterben! Einmal sterben lassen. Buggit. Wie der Boss ist verbuggt, hä? Warum ist der denn verbuggt? Aber schaffen wir noch, mit der Gruppe ist möglich. Mit der Gruppe ist alles möglich. So, ich kann mal kurz bei Barfoot eben schnell rein. Das letzte. Ich muss gleich unbedingt ins Auktionshaus, ey. Was hab ich denn noch? Gold wird auch mal weniger, ey. Ja, Finne. Diese Hallen werden euer Grab! Muss halt auch unbedingt anfangen, mal damit jetzt endlich mal zu farmen und das Zeug mal auch ins Auktionshaus zu ballern. Alter, was kriege ich jetzt so für Damage hier rein? Hallo, was soll das? Was ist denn jetzt kaputt hier? Was ist denn hier auf einmal für eine Aggro? Alter! Alter! Alter, what? Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Muss ein bisschen was ziehen. Keine Möglichkeit mehr. Alter, Finne. Ja, stimmt. Wir müssen mehr diese Dinger hier benutzen. Die letzte Gruppe, wir schaffen es noch in Time. Ist gut. Wird auch nochmal eine schöne Aufwertung. Oh! Oh, fast verkackt, ey. Hab ich gerade auf die Minimap geguckt, um zu gucken, wo der Krieger ist. Ja, genau wie jetzt. Aber hier macht das zum Glück nicht so viel Damage. Bei der Kammerwache. Oh, tank, 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 tank. Jawohl. Oh ja, jetzt kommt die Manifestation mittendrin. Müssen danach direkt pullen. Euch für besonders talentiert. Euch werde ich noch. Muss auch beim Bosspool direkt alle CDs und Creepot. Darf nicht verschwendet werden. Die Gruppe jetzt mal ein bisschen droppen. So, jetzt hochziehen. Direkt drauf, da, direkt drauf, da, direkt drauf, da. Übergebt den Gefangenen! Euch fehlt die Kraft des Steins! Damit könnt ihr mal stehen bleiben mit der Klinge. Damit braucht man nie rauszugehen. Beachte deine Schritte. Rauslaufen. Also mit dem Ansturm vom Boss. Geh in der Schule. Ah, sehr gut. Beachte deine Schritte.
Wie gesagt, manche Bosse spiele ich halt immer wirklich gerne aus der Vogelperspektive. Bleibt doch einfach hier stehen, Leute, nicht rauslaufen. Der Damage ist so gering. Oh, Magier. Ah, der ist weg. Den konnte ich nicht mehr retten. Den konnte ich nicht mehr retten. Ich knall jetzt nochmal alles raus. Ich habe keine Procs mehr. Auslaufen. Beachte deine Schritte. Eins. Okay, perfekt. Keine Procs, keine Procs. Cool. Ganz entspannt. Ich freue mich darauf, euch auszuprobieren. Oh, plus 2 Aufwertung noch geschafft. Perfekt.